Feierabend. Wir suchen was Einzigartiges, was Besonderes, was fürs Leben bleibt. Der beste Burger, der meinen alten Top, der muss für immer in meinem Leben, in meinen Gedanken bleiben. Mehr sage ich noch nicht. Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir suchen den besten Burger Deutschlands. Und ich sage euch wirklich, es ist Schluss mit lustig. Heute kommen die ganz großen Namen. Denkt auch an den Gutschein. Holt euch den Gutschein ab, die Belohnung. Ich blende das hier oben ein. Schreibt das Kommentar rein für den nächsten besten Burger Deutschlands. Danny, magst du uns sagen, was jetzt auf uns zukommt? Willkommen zurück auf Holles kulinarischer Reise durch Deutschland. Heute mit zwei der bekanntesten Burgerläden Berlins. Auf der einen Seite des Rings einer der lustigsten Namen, die ich je gehört habe. Burgermeister. Und auf der anderen Seite des Rings... Brother. Beide Läden haben sich auf den Smashburger spezialisiert. Hierbei wird das Patty flach gedrückt, mit dem Ziel, noch mehr Röstaromen zu erreichen. Seid gespannt auf das saftig-knaftige Urteil des saftig-knaftigen Holle. So, Ahmed, was hast du eben noch mal zu mir zu Foodball was gesagt? Vom Hörensagen, ne? Ich habe ihn jetzt noch nicht probiert, aber man hört ja von überall, dieser Burger hat einfach den Hype des Jahrhunderts. Ich glaube tatsächlich, der wird heute die Eins knacken, weil es kann ja nicht sein, dass jeder diesen Burger gut redet. Ich habe noch keine schlechte Resonanz gehört. Ahmed, sag mir doch mal früher, dass ich Soße in der Fresse habe. Danke, Danny, für die schöne Ansage. Wir gehen jetzt zu Foodball was. Sollen Endgegner sein. Also, ganz dickes Ding, ganz große Nummer. Ganz kurz zu Foodball was. Eine Aussage mal eben schnell. Foodball, der beste Burger. Ich habe locker zwei, drei Burger gegessen. Ja. Krass. Also Hammer, was sie dort machen. Wirklich. Kann ich nur weiterempfehlen. Food Brothers. Da ist am Start, ja. Wir sind eingeladen. Ich habe mich angemeldet. Gucken wir mal, wie die das Ganze zubereiten. Bin ich am Überlegen, was ich nehme, ne? Das ist ein Cheeseburger. Ich liebe Cheeseburger auf den Tod. Ich muss safe auch einen Cheeseburger nehmen. Oder irgendwas Special-mäßiges. Einmal nur kurz. Du isst gerne und oft hier wahrscheinlich. Warum? Also ich bin das erste Mal hier, aber ich muss sagen, es ist auf jeden Fall, ja, es ist immer diese Erfahrung. Okay. Also es schmeckt auch echt gut. Ja. Ja. Wenn du eine Note geben müsstest von 1 bis 10, könntest du das machen? Gut, schon eine 8,5. Echt? Ja. Okay, krass. Cool, Digi, danke, ne? Also schaut mal, Leute, was ich immer cool finde, ich habe eben gesagt zu den Herrschaften, Leute um die 50, die immer noch essen gehen, auch mal was Neues auf mit Burger, das gab es ja früher nicht, ne? Ich hoffe, es schmeckt. Du kannst es mit 81 noch kauen und es schmeckt. Ja, da geht auch ohne Zähne sogar, ne? Danke, vielen Dank. Also Leute, wir haben hier den Daniel am Start, Chef und Inhaber, stolzer Inhaber, würde ich jetzt mal sagen. Was würdest du empfehlen, wenn du mir einen Burger empfehlen müsstest? Also grundsätzlich empfehle ich immer, wenn man richtig auf die Fresse haben möchte, einen Jalapeno Bacon Cheese. Das ist eigentlich genau unser Taste. Okay. Wenn man sehr klassisch möchte, dann Classic. Wenn man maximal Käse will, Supreme. Ich nehme Classic Cheeseburger, ich nehme einen mit Jalapeno. Würdest du auch empfehlen, zweimal Fleisch drauf zu haben? Den nehme ich Baba statt Classic. Ist ja wie ein Cheeseburger nur mit Doppel. Ist, eigentlich der Baba ist der Classic nur für Männer. Okay, ich bin Mann. Siehst du? Das sieht mir aus, ist das normaler Cheddar-Käse? Genau, wir machen Cheddar. Okay, normaler Cheddar. Klassischer Käse mit 3-4 Zutaten drin? Genau. Okay, das feiere ich, Mann. Das ist für mich schon wieder Qualitätsmerkmal. Ich esse es andere auch gerne, aber ich habe ein schlechtes Gewissen dabei. Sieh durch. Dame, Rohfleisch. Da sieht man, wir haben ein gutes Fett-Fleisch-Verhältnis. Ja, eindeutig. Bisschen grober gewolft bin ich Fan von. Also ich mag beides, aber auch Fan von. Schön fett durchzogen, schön marmoriert. Ihr wisst selber, wie wichtig das ist beim Burger, da nicht einfach so ein mageres Rinderhack reinzuhauen. Das wird mit Liebe gemacht. Da wünsche ich mir fast, wie gestreichelt zu werden selber. Okay. Ja. Ich krieg jetzt schon meine Streicheleinheit. Ich sag euch bei den Burgern, besucht den besten Burger Deutschlands. Und es fehlt immer irgendwas. Wir brauchen Henkinger Bun. Da muss einfach was Besonderes sein. Wir brauchen Fleischgeschmack. Wir brauchen Röstaromen. Das drei brauchen wir. Natürlich dazu noch einiges anderes. Aber wenn eins davon fehlt, kann das nicht der beste Burger Deutschlands sein. Und wir brauchen ihn heute. Wir brauchen ihn endlich. Was man direkt merkt, das finde ich sehr geil. Versteht mich nicht falsch. Ein Burger-Bun kann, es gibt viele Burger-Buns, aber eine Art Burger-Bun zu machen, die ich sehr feiere, ist dieses Matschige. Muss matschig sein im Mund. Glaubt mir. Ich denke, viele wissen, was ich meine. Ihr drückt darauf und das muss ich.
So muss es sein. Und so ist es ja. Das weiß ich jetzt schon. Kurz Werbung unterbrechen für Elite. Ihr wisst ja, ich habe eine Haartransplantation gemacht bei Elite. Da möchte ich euch ein kurzes Update geben. Jetzt nach knapp 7 Monaten, also ein bisschen länger als ein halbes Jahr. Ich möchte euch jetzt nicht mit zu viel Fakten von Elite dicht sammeln, sondern möchte einfach das Ergebnis für mich sprechen lassen. Ich blende ein paar Bilder von vorher ein, wie es vorher aussah. So, das mache ich auch bei Instagram immer monatlich immer ein Update. Aber guckt euch mal die Veränderung an von meinen Haaren. So, hinten kurz für euch bis zu 1,5 Jahren, bis das Endergebnis erreicht ist. Da haben wir ja knapp über ein Drittel. Da wird noch reichlich passieren. Vorne sagt man ungefähr ein Jahr, ist das Endergebnis erreicht. Und ich glaube, ich brauche nicht zu sagen, dass ich sehr zufrieden bin. Und das ist auch die Gesamtquote von den Leuten, die zufrieden sind, von 5000 Bewertungen, plattformübergreifend, 4,96 von 5 Sternen. Also ihr habt hier was Heftiges. Also für mich, neuer Mensch, was Haare angeht, ist einfach heftig. Und das kann ich jedem von euch von Herzen weiterempfehlen. Das Ganze ist geil. Das könnt ihr auch euren Bart da machen lassen. Guckt euch die Fakten selber auf der Seite an. Alles spricht für Elite. Die haben eine eigene Technik, die das machen. Also ich bin mega zufrieden. Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch das angucken wollt, könnt ihr das Ganze kalkulieren. Und ja, ein neues Lebensgefühl, was das angeht. Saftig. Das Kranke ist dieses Röstaroma. Vergleich es mal mit Coolies in Berlin. Da war es für mich leicht übertrieben, diese Röstaroma. Hier ist es auf einem Level, wo es perfekt ist. Es gibt einfach Kombinationen, die haben einen höheren Sinn als das, was wir alle begreifen. Höher als das, was ich begreife. Diese Zwiebel in Kombi mit diesem Burger und allen Zutaten. So eine leichte Schärfe, eine einfache Zwiebel. Wie krass die sein kann. Diese Kombi ist einfach heftig. Leute. Dieser Burger ist einfach heftig. Es ist krank, dieser Burger. Wir probieren noch einen Burger. Das war jetzt das Jalapeno. Probieren wir noch einen. Feierabend. Dein Gesicht sagt Feierabend. Sag ich ganz ehrlich, wir suchen was Einzigartiges, was Besonderes, was fürs Leben bleibt. Der beste Burger, der meinen alten Top, der muss für immer in meinem Leben, in meinen Gedanken bleiben. Mehr sage ich noch nicht. Muss er. Ich weiß nicht, ob er es schafft hier. Oh. Wollen die mich kaputt machen? Da war so Döner-Feeling gerade im Burger. Ich schwör's auf meine Mutter. Aber leichter, das ist jetzt der normale Doppel-Cheese, sag ich mal. Leichter Döner-Touch. Wenn der Döner so richtig kross von außen angebraten ist, du hast ganz edle, perfekte Basis. Wir sehen uns bei der Bewertung später. Wir gehen jetzt zu Bürgermeister. Ich sag euch wirklich, ihr habt es mitbekommen, der Burger eben war krass. Der Daniel hat auch gesagt, dass der nächste auch heftig ist. Und wenn dieser Burger jetzt den anderen nochmal toppt, oh Mann. Was machst du aber eigentlich mit einem Amazon-Gutschein? Ich sag mal, wenn der den jetzt wirklich auch nochmal toppt, falls der andere auf Platz 1 gegangen geht, sag ich mal, wer, dann musst du das ja auszahlen. Und dann ist er wieder bei 50 und wenn der den getoppt. Nee, alter Maul. Ich hab nie gesagt, dass alles für die Community! Dass ich eine neue Gutscheinrunde mache, haben wir nie gesagt. Dafür müsst ihr nochmal für abstimmen in den Kommentaren. Das könnt ihr gerne nochmal reinschreiben, wenn wir das weitermachen wollen. Hier ist er, Bahnhof Zoo sind wir. Es gibt hier mehrere, das soll der beste sein. So Leute, ich habe hier den Shando vom Bürgermeister. Euer Burger ist überall berühmt. Jeder weiß, in Berlin einen guten Burger kriegst du bei Bürgermeister. Warum ist das so? Wieso soll er gut sein? Weil unser Burger ist speziell. Wir machen mit Liebe unsere Burger. Okay. Könntest du sagen, du bist einer der besten Burger-Breter in ganz Deutschland? Nein, noch nicht. Nein? Aber ich kann sagen, ja, Bürgermeister ist der beste Laden in Deutschland. Dann werden wir rein und werden einen Burger zubereiten. Was für einen Burger soll ich nehmen? Deine Empfehlung? Immer Meisterburger. Okay, ich guck mir noch mal die Karte an. Und dann legen wir direkt los. Natürlich. Dankeschön. Ihr habt euch eben beim anderen auch schon mitgekriegt. Basic habe ich überhaupt kein Problem mit. Gerne einen Cheeseburger. Ist überall für mich Aushängeschild vom Laden. Wir gucken, wir nehmen auf jeden Fall einen Cheeseburger. Ich fülle euch gleich die Liste hier immer. Chili Cheese werden wir auch probieren. Preise sehr viel niedriger. Sehr viel niedriger als bei Foodballers. Meister aller Klassen, das bin ich. Den gibt es auch als Burger. Oh. Komm, wir probieren den Meisterburger, Chili Cheese und Cheeseburger. Ich zeige euch mal eben. Guckt euch das an hier. Also es gibt wieder Smashburger. Sorry für den Sound, aber das ist so beim Burger war richtig viel Wasser rum. Das sehe ich hundertprozentig. Da führt kein Weg drum rum. Shando, ich habe da was geblickt in der Ecke, ne? Ja. Sag mir bitte, dass das flüssige Butter ist. Ist das? Ja, doch. Ja, ehrlich? Sieht gut aus. Macht ihr das auf dem Burger drauf? Auf dem Brot? Ja, auf dem Brot. Ah, einfach für den Geschmack nochmal extra. Ist das Halal-Bacon zufällig? Nein, das ist Schweine. Okay. Wir haben Jalapenos da drauf, den Chili-Cheese. Und wir haben den normalen Cheeseburger. Wieder richtig schön saftig. Ich kann es nur mal wieder sagen. Ich liebe dieses Basic. Einfach klassisch. Cheeseburger auf die Hand.
passt genau rein, kannst du essen. Das ist der Cheeseburger. Ich versuche mich hier kurz zu halten wegen dem Sound, ihr kriegt später das Feedback. Cheeseburger auf jeden Fall lecker, komischerweise unkonstant im Geschmack. Du hast zwischendrin einmal zwischendurch einen Biss, der vom Geschmack nachlässt. Also auffällig weniger intensiv als an anderen Stellen. Und das hängt nicht damit zusammen, dass hier mal eine Gurke, hier mal nicht, hier mal Soße, hier mal nicht, das meine ich nicht. Aber der Geschmack ist an einigen Stellen sehr wenig präsent. Also viel weniger präsent als an anderen Stellen. Angenehme Schärfe vom Chili-Burger. Generell die Gurken haben ein bisschen McDonald's-Feeling. Ist ewig her, dass ich da gegessen habe. Das heißt nicht, dass McDonald's nicht gut schmeckt, das ist was anderes. Aber das Gurken-Feeling von McDonald's habe ich gut in Erinnerung. Jetzt kommt der Bürgermeister. Bürgermeister. Geiler Bacon. Richtig schön knackig. So wie Bacon sein muss. Gibt einen geilen Geschmack. Ich habe scheiß Bacon gegessen in meinem Leben. Der ist geil hier. Bewertung gleich am Ende des Videos. Zu der Bewertung. Bürgermeister kurz und knapp 7,5 Punkte. Preis-Leistung top. Allerdings, wie ich gesagt habe, faszinierend. Sehr unkonstant vom Geschmack. Eine Stelle sehr heftig, die andere. Ich möchte nicht sagen, fade, aber da fehlt ein bisschen Geschmack. So viel dazu, aber Top-Burger. Jetzt zu Food Brothers. Ich sage euch, Food Brothers, in den Burger habe ich mich verliebt. Ich muss es einfach so sagen. Es ist der Moment, wo ich sage, ich erinnere mich an den Tag, an diesen Moment, wo ich diesen Burger gegessen habe. Dieser Geschmack in den Burger reinzubeißen. War einzigartig, war heftig. Du hattest ein perfektioniertes Fleisch, du hattest perfektionierten Geschmack. Perfektionierte Zusammenstellung zusammen mit den Soßen, das Brioche. Ein Gedicht. Es war halb Milchbrötchen, halb Brioche, wie er es gesagt hat. War nicht normal. Deshalb kriegt dieser Burger von mir 9 Punkte. 9 Punkte von 10. Wir haben den nächsten besten Burger Deutschlands. Wir haben ihn am Start. Ganz vergessen, der Gutschein geht natürlich raus. Der Gutschein geht raus. Ich werde mir jemand aus den Kommentaren am Anfang raussuchen. Genau, ich werde noch ein Beweisfoto in einem der Folgevideos einblenden. Ich werde mir ein kleines Video von dem Kollegen machen lassen. Sag ich mal ein Dankesvideo, damit ihr seht, dass das alles mit rechten Dingen vonstatten gegangen ist. Das werdet ihr in den nächsten Videos sehen. Es wird auch in den nächsten Videos wieder Belohnung geben. Ich denke mir irgendwas aus. Und danke fürs Zuschauen, Leute. Der Tag ist für mich episch gewesen. Macht die Glocke an, Kommentar, Daumen oben, Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ich sag bis zum nächsten Mal.